Der Kapitän der DDR-Mannschaft ist Roland Krehr von Lokomotive Leipzig. Aber der Stamm der Mannschaft besteht aus Spielern des Meisters Dynamo Dresden. Und auch der Dresdner Trainer ist zugleich Teamchef, nämlich Eduard Geier, übrigens schon der dritte Fußballteamchef der DDR-Nationalmannschaft in den letzten 12 Monaten. Die Zuschauer haben noch gar nicht mitbekommen, dass bei Österreich einige Schlüsselspieler auffallen. Sie haben beim Verlesen mit Verwunderung registriert, wissen aber nicht, warum umgestellt wurde. Der bärtige Spieler, das war Libero Stammann, der lange neben ihm Tormann Dirk Heine. Nach der Konzentration, die man den Gesichtern unserer Spieler ablesen konnte, an ihrer Begeisterung bei der Hymne, dann wissen sie heute, worum es geht. Die Aufstellungen für das heutige entscheidende Länderspiel. Österreich im Tor Klaus Lindenberger von FC Swarovski Tirol. Nummer 2 Christian Keglewitz von Rapid. 3 Robert Petzl von Rapid. 4 Anton Pfeffer Austria. 5 Ernst Aigner anstelle von Weber Libero von der Austria. 6 der neue Kapitän Manfred Czak von der Austria. 7 Andreas Ogrist, einer der 4 Austrianer. 8 Manfred Linzmeier vom FC Tirol. 9 Anton Polster vom FC Sevilla. Und 10 anstelle des erkrankten Herzog Hartnagel von Tirol. Und 11 Peter Artner von Admira Wacker. Bundestrainer ist Josef Peppi Hickersberger. 4 Austrianer, 3 Tiroler, 2 Rapidler, 1 Admiraner, 1 Legionär. Schiedsrichter Piotr Werner kommt aus Gleiwitz in Schlesien. Achtung, er versteht sehr gut Deutsch. Hat heuer schon ein DM-Qualifikationsspiel geleitet. DDR Nummer 1, Heine Magdeburg. 2, Kapitän Krehr, Lok Leipzig. 3, Libero Stammann, Magdeburg. 4, Lindner, Lok Leipzig. 5, Döschner, Dresden. 6, Sammer, Dresden. 7, Stübner, Dresden. 8, Steinemann, Karl-Marx-Stadt. 9, Kirsten, Dresden. 10, Schössler, Dresden. Und 11, der Stürmerstar Andreas Thom von Ex-Meister Dynamo Berlin. Teamchef Eduard Geier ist zugleich Trainer, ich habe schon gesagt, des neuen Meisters Dynamo Dresden, der auch Tabellenführer ist. Nicht nur die Ehrentribüne ist
dicht belegt. Man könnte eine Kabinettssitzung heute abhalten und das Länderspiel hat begonnen. Österreich in den traditionellen Dressen, endlich wieder mal mit schwarzen Hosen und weißen Leibchen, DDR-weiße Hosen und blaue Leibchen. Das war Kegelwitz. Und gellende Pfiffe für den ersten Rückpass der DDR. Trainer Geier wird sich ständig über Radio informieren lassen über den Zwischenstand aus Simferopol, weil er ja unter Umständen, wenn die Sowjetunion klar führt, zurückschalten kann, dann genügt seiner Mannschaft ein Unentschieden. Hickersberger will das nicht. Er sagt, wir müssen angreifen, wir müssen gewinnen, egal wie das Spiel in der Sowjetunion steht. Hopp auf, meine Herren. Ugris, Kapitän Čak. Jawohl, das ist das Rezept. Schüsse vom ersten Augenblick an. Manfred Čak steht heute zum 25. Mal in der österreichischen Nationalmannschaft. Der neue Libero Aigner hat bisher erst kurz in der Nationalmannschaft gespielt. Und zwar immer im Mittelfeld. Foul an Manfred Linzmeier. Gelbe Karten kann man heute übrigens ohne weiteres riskieren, weil im Gegensatz zu den letzten Weltmeisterschaften mögliche Sperren nicht mitgenommen werden zur Endrunde. Polster, Ball am linken Fuß. Und Tor! 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 Zweite Minute. Genauso wie im Mai in Leipzig. Auch da hat Polster das Tor geschossen. Ich bin begeistert und Sie auch zu Hause. Noch einmal, Polsterball am linken Fuß. Geht an seinem Bewacher vorbei. Deutet einen Schuss an. Und jetzt schießt er. Und etwas ist die Sicht dem Tormann verstellt und es steht 1:0. Und zwischen den Beinen von Stamann. Jetzt können wir ein bisschen durchatmen, aber jetzt nachsetzen. Um Himmels Willen jetzt nicht zögern wie beim ersten Spiel in der DDR. Foul, schweres Foul an Aigner. Schweres Foul an Peter Aigner. Müsste jetzt eine gelbe Karte geben. Und es gibt für Döschner eine Verwarnung. Notieren wir, dritte Minute, erste Verwarnung für einen Abwehrspieler der DDR. Der 1,94 Meter lange Tormann, der keine dirigiert, die Abwehrmauer deckt das kurze Eck ab. Gibt es jetzt einen Freistoßtrick? Hören Sie das Lied immer wieder Österreich, wie vor im Jahre 78, wie 82. Wer schießt? Čak in der Mauer, Linzmeier, Kegelwitz. Schussdistanz 18 Meter. Polster, um Gottes Willen! So, und weiter Druck machen. Offside. Das ist jetzt in der vierten Minute die erste Atempause für die DDR-Mannschaft. Hier noch einmal der Freistoß von Toni Polster, den hier keine mit Mühe parieren kann. Linzmeier, Foul und Freistoß für die DDR. Sch-
Schössler. Sein Out-Einwurf wird wie ein Eckball weit hineinfliegen. Weg mit dem Ball, richtig gemacht. Vorne lauert Toni Polster und Kegelwitz setzt nach. Nicht ungefährlich. Und haben Sie gesehen, wer da nach hinten gesprintet ist? Das war der Tiroler Alfred Hörtnagel. Erster Eckball für die DDR in der 6. Minute. Und sollten Sie jetzt erst von Ihrem Geschäft oder von Ihrem Büro nach Hause gekommen sein, Österreich führt seit der 2. Minute gegen die DDR mit 1:0. Schössler. Ja, auch die DDR setzt alles auf eine Karte. Ein offener Schlagabtausch. Die Zuschauer hier im Wiener Praterstadion haben die Schlachtenbummler aus der DDR freundlich begrüßt, aber jetzt unterstützen sie die österreichische Mannschaft. Eine Niederlage reicht der DDR in keinem Fall, egal wie das Match in Simferopol endet. Das war Kirsten, der jetzt mit dem eigenen Mann zusammen gestoßen ist, mit Bohm. Und wieder ein Foul, wieder an Linzmeier, der heute ganz schön abgeklopft wird. Und zwar von Steinmann. So, jetzt ruhig aufbauen. Hartner. Libero Stamann, der bärtige Magdeburger. Pfeffer. Foul von Hörtnagel an Schössler. Es ist bitterkalt, fast winterlich heute im Wiener Stadion, aber die Atmosphäre ist so aufgeheizt, dass man wahrscheinlich hier auch ohne Mantel sich auf der Tribüne freuen könnte. Freistoß durch Rico Steinemann, Nummer 8 von Karl Markstadt. Und wieder ein Foul von Steinmann. Hörtnagel spielt erst zum 6. Mal in der Nationalmannschaft, hat aber seine Sache meistens sehr gut gemacht. Ich erinnere an Island. Pfeffer. Eigner, der neue Libero. Polster suchte Ogris und Ogris wurde gehalten. Dieser Mann ist gefährlich. Der hat in Leipzig knapp vor Schluss den Ausgleich geschossen. Die Nummer 9, Ulf Kirsten. Chuck.
Klaus Lindenberger fordert seine Mitspieler auf, weit aufzurücken, damit er weit ausschießen kann. Ogres, gut gemacht. Leider war der Ball über der Linie. Out für die DDR. Auf unserer Seite immer wieder die Nummer 10, Detlef Schössler. Hartnagel. Foul an Peter Hartner. Das Spiel ist zerhackt. Gerade in dieser schwierigen Situation versucht die DDR mit allen Mitteln unser Spiel zu unterbinden. Mit taktischen Fouls im Mittelfeld. Freistoß durch Manfred Schack. Noch einmal Pfeffer. Alle ostdeutschen Abwehrspieler jetzt hinten. Schwierig da durchzukommen. Über die Flügel vielleicht. Kegelwitz. Eigner. Pfeffer. Oh, wieder Foul an Ogris. Und zwar von Schössler, der einer der rauesten Spieler in der Abwehr ist. Auch Libero Eigner kommt jetzt mit. Und Petzl deckt unsere Abwehr ab. Ogris. Haken. Ja, Toni Polster, der das 1:0 erzielt hat in der zweiten Minute, versucht heute alles gut zu machen. Er versucht, die Herzen der Fußballanhänger zu gewinnen, auch der Grün-Weißen. Sie wissen ja, sein Einsatz war etwas umstritten, aber dieses Tor, glaube ich, dieses Tor hat viel gut gemacht. Rund 200 Journalisten sind für dieses Spiel heute akkreditiert. Natürlich nicht nur um das Spiel. Ja, Achtung! Zweiter Eckball für die DDR. Wie lange haben wir gespielt? Wir sind in der 13. Minute und ich wiederhole es noch einmal für alle, die jetzt erst vor den Bildschirm kommen können. Österreich führt seit der zweiten Minute 1:0. Steinmann. Lässig hat er das gemacht, ganz lässig, der Ernst Aigner. Ernst Aigner hat in der Nationalmannschaft noch nie Libero gespielt, erst 66 Minuten im Team. Kegelwitz. Hartner, der sehr stark spielt. Kegelwitz. Der Mann kann hier schießen. Ob links oder rechts. Und Kegelwitz ist ein Spieler, den der DDR-Teamchef nicht kennt. Denn als Kegelwitz zum ersten und einzigen Mal bisher spielte in der Qualifikation in Kiew gegen die UdSSR, da war Geier noch lange nicht Teamchef. Petzl, heute 24 Jahre alt. Polster, Ball am linken Fuß. Ja, fast habe ich geglaubt, dass der Ball abgefälscht war, dass da noch ein Körner rausschaut, aber Torabstoß von Dirk Heine. Wir sind in der 15. Minute. Da sollten wir uns gar nicht ärgern. Die Zeit läuft ja den Ostdeutschen davon und nicht uns. Die beiden brandgefährlichen Spitzen Thom und Kirsten werden ganz genau von Petzl und Pfeffer markiert. Foul von Schack und es gibt die gelbe Karte für den Austrianer.
Zweite Verwarnung also in der 16. Minute, Manfred Schack. Drei Tore sind wir eingeblendet. Schön wäre es, wenn er heute dieses Match verlassen könnte mit 4 in seiner persönlichen Statistik. Hörtnagel ist mehr als ein Notnagel für Herzog. Ja, ich glaube, das haben wir alles gewusst. Eine Fußballdemonstration, ein ästhetisches Spiel, das können wir halt wirklich nicht erwarten. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wie viele Fouls haben wir bisher insgesamt? 8 Fouls der DDR gegen 3 Fouls der Österreicher. Chuck. Kegelwitz ist auch da vorne auf. Ogris. Kapitän Kräher, um Himmels Willen! Ach, jetzt ist mit Atem gestockt. Aber was wir nicht sehen können, der Linienrichter hatte die Fahne wegen Abseits oben. Kirsten reklamiert sogar faul, aber es war schon abgepfiffen, weil der Linienrichter auf unserer Seite hier die Fahne oben hatte. So, und schauen wir mal, nein, lassen wir uns noch Zeit. Das Spiel ist im Gange, wir wollen nur dann nach Simferopol zu UdSSR gegen Türkei schalten, wenn hier eine längere Unterbrechung ist, sodass sie wirklich nichts versäumen von diesem aufregenden Spiel. Ich darf Sie aber beruhigen, es steht immer noch 0:0, das heißt die Türken haben kein Tor geschossen. Das ist ja das Entscheidende für uns vorderhand. Ogris wurde zurückgepfiffen, eine harte Entscheidung nach meiner Meinung. Inzwischen haben aber unsere Abwehrspieler Gelegenheit, wieder ihre Positionen einzunehmen. Das klappt ganz hervorragend. Die Aufgabenverteilung in der Abwehr und auch im Mittelfeld. Also bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das Selbstvertrauen unserer Mannschaft gespielt war. Aber dazu hat eben das schnelle Tor durch Toni Polster in der 2. Minute beigetragen. Schössler. Kräher, der Kapitän von Lok Leipzig. Kirsten verliert den Ball. So, jetzt ist erst der Ball über der Linie. Alfred Hörtnagel und der Rotschopf, das ist ein ganz großer Spieler. Matthias Sammer von Dynamo Dresden. Der Mann, dessen wegen Dutzende deutsche, westdeutsche Bundesliga-Vereine heute hergekommen sind. Aber sprechen wir darüber, über die neue Situation, wenn das Spiel einmal unterbrochen ist. Eines sieht man deutlich, die Österreicher versuchen das Spiel schnell zu machen, immer die vorderste Spitze sofort anzuspielen. Unser Team sucht die Entscheidung mit einem zweiten Tor. Ball war draußen und wir haben wieder den Ball.
Ja, viele Beobachter aus der Bundesrepublik Deutschland sind hier, vor allem um die drei Spitzenspieler der DDR-Mannschaft möglicherweise zu einem Transfer zu bewegen, nämlich entweder Thom, Sammer oder Kirsten. Aber bisher sind die drei zum Glück nicht aufgefallen. Am Ball Matthias Sammer. Ja, der lange Robert Petzl, der ist schon sehr wichtig für unsere Mannschaft, besonders wichtig. Er und Pfeffer, die können gegnerische Stürmer, wie man im Fußballjargon sagt, einfach abmontieren. Hegelwitz! Stamann, 21. Minute, Foul-Elfer für Österreich. Kapitän Kreher versucht noch vergeblich natürlich, Schiedsrichter Werner zur Änderung seiner Entscheidung zu bewegen. Noch einmal, Keglewitz sprint schneller als Stamann. Stamann trifft den Ball vielleicht noch leicht mit dem Spitzel, egal, Elfmeter. Er wird schießen, Toni Polster. Wir sind in der 22. Minute, das Duell Polster gegen Heine. Und Tag. 22. Minute. Österreich führt gegen die DDR mit 2:0. Und der Toni Polster hat endlich das gemacht, was hier die Fußballfreunde gesagt haben. Er soll nicht nur in Spanien die Tore schießen, sondern auch für uns. Herrliche Perspektive. Linker Fuß, rechtes Eck. Getäuscht, ein Elfer wie aus dem Bilderbuch. Zwei Tore Toni Polster. Damit hat Polster es im Verlauf der WM-Qualifikation schon auf 4 Treffer gebracht. Also jetzt, glaube ich, ist er unumstritten. 2 Tore heute, 1 gegen die Türkei und 1 in der DDR. Glänzend von Pfeffer gemacht. Offside. Ganz klar, dass der DDR-Trainer jetzt seine Taktik noch weiter auf Offensive umstellen muss. Weil jetzt müssen die Ostdeutschen bereits 3 Tore schießen. Das ist ein herrlicher Blick auf die Leuchttafel. Links davon ganz ruhig die Schlachtenbummer aus der DDR. Robert Petzl ist verletzt. So, die Gelegenheit benutzen wir, schauen wir nach Simferopol zu UdSSR gegen Türkei. Und da steht es noch immer 0:0 auf 23 Minuten gespielt. Die UdSSR hatte einige Möglichkeiten, aber auch bei einem Gegenstoß eine Chance für die Türkei. Nicht wirklich gefährlich, die UdSSR, das ist die Überraschung. Sie spielt nicht so konzentriert, wie wir es uns wünschen würden. Hier Michailitschenko, das war eine der besten Chancen der UdSSR. Danke, Gerhard Zimmer. Also, Sie haben selbst gesehen, rechts oben eingeblendet. Ihnen entgeht überhaupt nichts. Wir haben ständig Kontrolle über dieses herrliche Spiel hier im Praterstadion. Pfeffer. Steinmann. Ja, hat sich jetzt mit einem taktischen Foul, für das er die gelbe Karte bekommt, aus der Affäre gezogen. Zweite Verwarnung für den Österreicher. Nach Chuck wird jetzt auch Pfeffer verwarnt, der gar nichts anderes tun konnte. Sonst wäre der offensive DDR-Mittelfeldspieler auf und davon gewesen. Anton Pfeffer und neben ihm der DDR-Kapitän Kreher.
Peter Artner. Hat alles unter Kontrolle, was über die linke Angriffsseite der Ostdeutschen kommt. Fräulein Kegelwitz. Weiterspielen ist der Schiedsrichter. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Und den Schuss von Kirsten hat unsere Abwehr abgeblockt und es gibt den dritten Corner für die DDR in der 25. Minute. Und wenn Sie, liebe Fußballfreunde, erst jetzt nach Hause kommen, was Sie schon alles versäumt haben. Österreich führt mit 2:0. Dass dieser Andreas Ogris auch an Grippe erkrankt war und er seit 5-6 Tagen wieder voll trainiert. Dafür ist er wieder ganz gut beisammen. Wird nicht umsonst der Geschwinde genannt. Kegelwitz hat gesehen, dass da ein DDR-Spieler kommt, ist über den halben Platz gesprintet. So stelle ich mir eine Mannschaftsleistung vor. Döschner und Kreer wollte Sammer schicken. Röcknagel, sehr stark, Kegelwitz. Linzmeier. Wieder Matthias Sammer. Steinmann, das sind die stärksten Spieler im Mittelfeld der DDR. Kirsten. Sie wissen ja, dass die Mannschaft der DDR praktisch schon ausgeschieden war. Erinnern wir uns an das 1:1 in Leipzig. Da haben auch die eigenen Fans ihre Mannschaft völlig im Stich gelassen. Erst seit dem Sieg über die Sowjetunion, da ist der Fußball in der DDR wieder aufgeblüht. Aber wir wollen versuchen, dass diese Blüte heute nicht weitergegossen wird. Kegelwitz, ungewohnte Rolle im Mittelfeld. Das österreichische Mittelfeld hat ja in dieser Zusammensetzung noch nie gespielt. Kegelwitz im Mittelfeld, dann Hörtnagel als relativ neuer Mann. Aber im Grunde spielen sie wie die Alten, als ob sie schon einige Probespiele in dieser Formation gemacht hätten. An Schüssen steht es vor der Hand 6:0 oder ein halb. Die wenigen Schüsse der DDR wurden ein bisschen abgeblockt. Foul und Elfmeter, ja. Elfmeter. Nach Foul an Andreas Thom. Foul von Aigner. Aigner an Thom. Zum denkbar dümmsten Augenblick. Nach genau einer halben Minute. Noch einmal. Ja, genau an der Strafraumgrenze. Aigner lässt den Fuß stehen. Und Elfmeter für die DDR. Es wird Steinmann schießen. Klaus Lindenberger konzentriert sich, blickt nicht zum Schützen. Die Zuschauer versuchen durch Pfiffe den gegnerischen Schützen zu verunsichern. Das ist ein Tag, wo alles
funktioniert. Klaus Lindenberger wehrt den Ball von Steinmann ab. Schauen wir uns das ganz genau an. Täuscht und Lindenberger rät die richtige Ecke, springt im richtigen Augenblick, hechtet in die rechte Ecke. Corner für die DDR. Und der Flankenball von Stübner landet hinter dem Tor. Bis jetzt dürfen wir uns herzlich beim zweifachen Torschützen Toni Polster und bei Klaus Lindenberger bedanken. Und bei der gesamten Mannschaft noch einmal. Man muss es zweimal sehen. Also mich freut besonders, dass die beiden Spieler, die ja etwas angefeindet waren, nämlich Tormann Klaus Lindenberger und Toni Polster, dass die bisher in erster Linie dafür verantwortlich sind, dass es 2:0 für Österreich steht, und zwar in der 32. Minute. Keglewitz. Hartner. Polster. Er ist gefährlich. Er hat heute einen Tag, wie man von ihm gerne öfter sehen würde. Also bei dem Glück, ich glaube, heute sollten unsere Spieler im Lotto spielen oder im Toto spielen. Noch 13 Minuten in der ersten Hälfte. Stamann. Petzl. Hat sich von seiner Verletzung wieder völlig erholt. Sie wissen, er ist ein Riesenausteiler, aber man muss ihm ein Kompliment machen, er steckt auch ein. Morgen steht Petzl vor dem Strafsenat. Sie wissen ja, Teamchef Hickersberger hat den Strafsenat gebeten, das Verfahren gegen den im Derby gegen Austria ausgeschlossenen Rapidler erst morgen zu führen, nach dem Länderspiel. Petzl sollte heute nicht mit einer möglichen Sperre belastet sein. Mit den beiden so sicheren Vorstoppern Petzl und Pfeffer tut sich der Libero Neuling Eigner wirklich recht leicht. Ogris. Chuck, seine Schussdistanz. Ja, faul, und er entschuldigt sich gleich. Faul an Sammer war das. Man muss sagen, die DDR-Mannschaft spielt heute stärker als in Leipzig im Mai, aber sie liegt 0:2 im Rückstand. Also da hinten habe ich nicht viel Angst. Das, was der Josef Hickersberger etwas scherzhaft seine Abbruchs-GSMBH genannt hat, nämlich unsere Verteidiger, funktioniert tadellos. Alle nach vorne, meine Herren, deutet Lindenberger. So, schauen wir mal auf die Betreuerbank. Würde man ihnen ansehen, dass es 2:0 für Österreich steht? Nein, eigentlich nicht. Der Schiedsrichter hat nicht entschieden auf Foul an Ogris, sondern vermeintlichen Vorteil gegeben, der letztlich keiner war. Ogris gegen Schössler. Und der Linienrichter hat die Fahne oben gehabt. Tormann Heine deutet auch hinaus zum Linienrichter. So, und nutzen wir die Pause, um nach Simferopol zu schauen.
Linzmeier. Ball zurück, natürlich. Die Ruhepause von 10 Tagen hat unseren Spielern auch körperlich offenbar sehr gut getan. Das ist der berühmte Thom. Aber wen spielt er an? Den glänzend postierten Libero Ernst Aigner. Da muss man schon ein Gefühl haben für dieses Stellungsspiel als Libero. Ogris. Und Polster kommt mit. Lindner, vorsichtig bauen die Ostdeutschen jetzt das Spiel auf. Ogris springt höher als sein Gegenspieler, als sein größerer Gegenspieler. Und jetzt wagt sich auch Aigner mit nach vorne. Genauso wie er es bei der Austria macht oder früher bei der Admira gemacht hat. Linzmeier. Kartnagel. Auch Ernst Happel sitzt auf der Tribüne und freut sich ganz bestimmt über die gute Leistung von Alfred Kartnagel. So, rasch nach Simferopol. Hier steht es noch immer 0:0. 38 Minuten sind gespielt. Die UdSSR hat einige gute Möglichkeiten, wie die hier durch Michailitschenko, Vorarbeit von Dobrowolski. Aber im Abschluss ist die UdSSR nicht konsequent genug. Wir sind wieder live im Wiener Stadion. Sie haben alles gesehen, rechts oben, was sich abgespielt hat, nämlich nichts. Ein Blick auf die Uhr, noch 7 Minuten. 7 Minuten in der ersten Hälfte. Österreich führt durch 2 Tore Toni Polsters mit 2:0. Aigner, unsere baumlangen und sicheren Abwehrspieler, erinnert uns an die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko, die berühmte Welle. Und es soll auch gleich ein Stichwort sein, es soll sagen, wir wollen zur WM. Linzmeier. Ja, war ein Foul. Das Vorchecking bringt unsere Gegenspieler völlig aus dem Rhythmus. Manfred Linzmeier links hinten hat wegen der Kälte eine Baumwolle-Unterhose sozusagen angezogen, die auch vor Muskelzerrungen schützt. Freistoß von der rechten Seite durch Christian Kegelwitz. 5 Minuten vor Seitenwechsel beim Stande von 2:0. In der Mitte Ogris, Polster, Kegelwitz. Polster. Und
Kopf durch Alfred Hartnagel. Pfeffer. Keglwitz hat zwar bisher noch kein Tor geschossen, aber durch seinen Einsatz, durch sein ständiges Anbohren des Gegners trägt er entscheidend zur guten Leistung bei. Sieht so aus, als wäre es eine ganz richtige Entscheidung bei den Terminverhandlungen gewesen, das Entscheidungsspiel gegen den schärfsten Rivalen als letztes in Wien auszuhandeln. Offside. Wenn unsere Spieler die WM-Qualifikation schaffen, dann werden sie eine Menge verdienen, dann sei ihnen das auch gegönnt. Denn der Fußballbund hat im Verlauf der Qualifikation genug eingenommen. DDR-Teamschiff Geier bringt einen neuen Mann. Und zwar einen Offensivspieler anstelle eines Abwehrspielers. Ist ganz klar. Anstelle von Matthias Döschner, Nummer 5 von Dynamo Dresden, kommt der Stürmer Thomas Doll von Dynamo Berlin, dem zuletzt 10-fachen Meister, der von Dresden heuer abgelöst wurde. Nummer 14, Thomas Doll, BFC Dynamo. Und Hickersberger ruft Ogris, um ihm eine taktische Variante mitzugeben. Das ist der Heimvorteil, dass man das hier darf. Auch der vierte Schiedsrichter, Herr Kaupe, lässt sich Zeit mit der Ermahnung Hickersbergers. Diesen Heimvorteil muss man ja ausnutzen. Stamann. Also im Finish der ersten Hälfte setzt die DDR mit 3 Stürmern alles auf eine Karte. Keglwitz, nur jetzt kein Tor bekommen vor Seitenwechsel. Lindenberger. Aber, der Linienrichter, Sie sehen es, am unteren Bildrand. Der Linienrichter hatte die Fahne oben, es war Abseits. Noch 1:50, wenn Herr Werner nach genau 45 Minuten abpfeift. Lindenberger weiß das natürlich und lässt sich etwas Zeit, aber nicht zu lange. So, und ganz kurz wieder nach Simferopol. Greift fast pausenlos an, aber die UdSSR nützt die Chancen nicht. Wieder eine Chance von Michail Ichenko gewesen und er hat nicht richtig geschossen. Und das gibt etwas Angst hier um dieses Ergebnis. 0:0 nach wie vor. So, das war der relativ beruhigende Blick nach Simferopol. Auch wenn dieses Spiel dort unentschieden endet und wir hier gewinnen, dann ist Österreich qualifiziert. Also das 0:0 darf uns nicht beunruhigen. Bitte, meine Herren, vollste Konzentration jetzt in der letzten Minute vor der Pause. Im Aussehen von der Entfernung habe ich nicht recht, erinnert mich Schiedsrichter Werner ein bisschen an den Unglücksvogel Reynolds vor 12 Jahren. Auch im Spiel gegen die DDR, der damals Hans Kranke ausgeschlossen hat und sein Tor nicht anerkannt hat. Ja, 8 Sekunden eigentlich noch. Weniger sogar, wir sind jetzt in der 45. Minute. Um Himmels Willen! Und das gibt Torabstoß, auch das bringt Sekunden.
Also manchmal da streuen unsere Spieler auch ein bisschen solche Zitterszenen ein, wahrscheinlich, damit wir uns nicht hier allzu sicher fühlen auf der Tribüne. Können Sie das genau hören, was die Zuschauer da im Chor singen, auf Wiedersehen? Und Sie meinen damit die DDR-Mannschaft auf Wiedersehen, nicht bei der WM? Halbzeit im Wiener Stadion. Österreich führt mit 2:0 gegen die DDR. Und wir sehen und hören einander wieder zu Beginn der zweiten Hälfte. Das Wiener Stadion, ich muss sagen, der Hexenkessel des Wiener Stadions. Österreich führt vor Beginn der zweiten Hälfte im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR mit 2:0. Österreich ohne Umstellungen von links nach rechts. Die DDR hat ja knapp vor der Pause den als dritten Stürmer den Berliner Doll gebracht anstelle eines Verteidigers. Und für alle, die aufregenden Packenszenen der ersten Hälfte unserer Live-Übertragung verpasst haben, zwei Tore Toni Polster und Klaus Lindenberger hielt einen Foul-Elfmeter der DDR. Freistoß für Österreich. Polster setzt sich gegen seinen Gegenspieler, gegen Lindner, ganz hervorragend durch. Nummer 10, das ist Alfred Hartnagel. Wir dürfen erwarten, dass die Ostdeutschen jetzt alles auf eine Karte setzen, dass sie mit drei Stürmern kommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Das war Tom. Ja, da sind schon oft Ansätze von Klasse drin. Foul von Polster, Kapitän Kräher. Und hab schon geglaubt, dass er nach der gelben Karte greifen wird. Bisher sind zwei Österreicher verwarnt worden, nämlich Chuck und Pfeffer, beide wegen Fouls. Roland Kräher von Lok Leipzig war vor dem Spiel leicht angeschlagen. Da hat Schiedsrichter Werner sehr gnädig beide Augen geschlossen, indem er Toni Polster nur ermahnt hat. So, und wie steht es eigentlich in Simferopol? Noch immer 0:0. Und auch hier sind jetzt 2 Minuten gespielt. Am Charakter des Spiels hat sich überhaupt nichts geändert. Nach wie vor die Gefahr, dass die Türkei vielleicht im letzten Augenblick da ein Siegestor erzielen könnte. So, gute Nachricht also aus der Krim. Ein Unentschieden dort könnte uns nur empfindlich stören, wenn es der DDR gelänge, hier auszugleichen. Dann wären nämlich die Türken weiter. Pfeffer, die Nerven halten bis jetzt. Aber das sind eben die Vorteile eines Heimpublikums und eines fantastischen Publikums. Millimeter ist der Ball von Christian Keglewitz am Kreuz vorbeigestrichen. Ich glaube, dass Tormann Dirk Heine heute noch einige Male mit der Schusskraft von Keglewitz Bekanntschaft machen wird. Ja, und der Ball zieht sich ans Kreuz. Das war vielleicht 2-3 Zentimeter, die gefehlt haben. Die 2 Tore, die Sie hier eingeblendet sehen, die hat der Christian Keglewitz vor 10 Jahren geschossen. Beim 3:1 gegen Ungarn. Damals als blutjunger Stürmer
in seinem ersten Ländermatch. Sammer treibt seine Mannschaft immer wieder an. Er sieht die Fälle davon schwimmen. Und der kühlste Mann hier auf dem Spielfeld ist zweifellos der Schiedsrichter. Holster. Ogris. Libero Starmann war einen Schritt früher am Ball. Hartnagel. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass unsere Spieler körperlich wesentlich fitter sind als im letzten Ländermatch? Zum Beispiel im 0:3 in Istanbul. Ogris. Ja, so stelle ich mir Kampf vor. Keglewitz, nur nicht den Ball jetzt verlieren. Foul von Mandecker Lindner an seinem Gegenspieler Polster. Ganz wichtig, dass die Österreicher jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Linzmeier. Keglewitz im Strafraum. Ja, wir sind dem dritten Treffer näher als die Ostdeutschen dem Anschlusstor. Ich glaube, das ist Steinmann oder Kirsten. Ja, Kirsten ist es. Ulf Kirsten von Meister Dynamo Dresden, der Mann, der das Tor geschossen hat, das Ausgleichstor gegen Österreich in Leipzig. So, rasch nach Russland zum anderen Match. Paris beruhigt 0:0 nach wie vor. Die UdSSR nach wie vor überlegen. Nur zaghafte Angriffe der Türkei, die mit Metin statt Mustafa in die zweite Hälfte gegangen ist. Also nur ein Wechsel im Mittelfeld. Kreier. Blitzschnell reagiert hat hier der Toni Pfeffer. Ich habe auch den Eindruck, als würde sich Petzl jetzt in der zweiten Hälfte mit Thom besser zurechtfinden als vor der Pause. Eigner, bombensicher. Ein glänzendes Debüt als Libero. Wenn man bedenkt, dass dieser baumlange Abwehrspieler erst heute erfahren hat, dass er für den Standard-Libero Herbert Weber einspringen muss. Ja, diese so verhöhnte und verspottete österreichische Mannschaft, die wächst heute wirklich über sich hinaus. Das Betreuerduo Geier und der Ex-Internationale Eberhard Vogel. Der Herr, der schreibt, das ist der Teamchef und zugleich Trainer von Dynamo Dresden. Eduard Geier, neben ihm der Ex-Internationale Eberhard Vogel. Durch viele taktische Fouls im Mittelfeld ist dieses Match geprägt. Verletzt Thom.
Tom, der gefährlichste und international renommierteste Stürmer der DDR, Andreas Thom von Dynamo Dresden. Wenn man bedenkt, dass dieser Thom mit seinen 24 Jahren heute schon sein 50. Länderspiel bestreitet. So, bitte wieder nach Simferopol. Da sind 9 Minuten gespielt, noch immer 0:0. Das ist Zawarow und Göckern hat hier im letzten Moment eingegriffen. Der Schiedsrichter Dieter Pauli aus Deutschland gibt aber Eckball. Aus dem Eckball wurde nichts. Die Marschroute Richtung Italien stimmt auch nach 10 Minuten der zweiten Hälfte. Unentschieden in der Sowjetunion, 2:0 für Österreich in Prater. Artner, einer der stärksten Spieler heute. Es zieht ihn auch immer wieder nach vorne. Er klebt nicht nur hinten stur an seinem Mann. Christian Keglewitz, keine Spielerei, richtig. Und die Mitspieler deuten Klaus Lindenberger weit ausschießen. Und Artner, der ja kein Riese ist, gewinnt auch die meisten Kopfbälle. Artner. Foul an Kreier. Ja, man sieht den Ostdeutschen, läuft die Zeit davon, sie hudeln fast, sie versuchen die Aktionen immer schneller zu machen. Stübner. Foul. Das ist diese kurze Atempause, die wir in dieser Situation unbedingt gebraucht haben. Im Gegensatz zu den etwas eigenartigen UEFA-Bestimmungen darf hier bei diesem Ländermatch die Uhr mitlaufen. Das heißt, die Spieler unten sind immer informiert, wie lange sie noch zu spielen haben. Das gilt besonders für unseren Gegner, der sieht, dass die Zeit immer knapper wird. Achtung! Und wenn ich hinüberblicke zu unseren Kollegen aus der DDR, so fühlen sie sich vom Schiedsrichter nicht sehr gut behandelt an diesem Abend. Es war Dirk Heine, der tollkühn hinausgestürzt ist und das 3:0 für Österreich verhindert hat. Steilpass, linker Fuß, er versucht den Ball zu schlenzen über den Tormann. Großartig reagiert von diesem 1,94 Meter Jacke Dirk Heine aus Magdeburg. Steinmann. Linzmeier kämpft wie ein Löwe gegen den Spielmacher. Ja, da wären Kräfte frei heute bei unserer Mannschaft, die man ihnen gar nicht zugetraut hätte. Ja, 2 Zentimeter höher und der Ball landet bei Christian Keglewitz. Zeit lassen, meine Herren, Zeit lassen, Ball ins Spiel bringen. Peter Artner, der noch mit Missvergnügen daran denkt oder jetzt schon nicht mehr daran denkt, wie er in Istanbul für Rodax geopfert wurde. Hartnagel gegen Doll, den neuen Stürmer. Was entscheidet der Schiedsrichter? Out oder Foul? Out. Der Ball war vor dem Foul schon über der Linie, daher Out-Einwurf für die DDR.
nach knapp einer Viertelstunde der zweiten Hälfte Spielstand. Wer jetzt nach Hause kommt, soll sich fest anhalten. 2:0 für Österreich. Ja, out für Österreich, sogar nicht für die DDR durch Ogris. Vorteil, oder? Ja. Polster deckt den Ball auch ganz hervorragend, verschenkt keinen Ball, kämpft und vertrippelt sich jetzt, aber ein Fehler sei ihm verziehen. Zwei Tore hat er schon erzielt. Keglewitz, als wäre ein gelernter Verteidiger. Das ist gefährlich. Keglewitz hat freie Bahn. Ogris sprintet mit. Abspielen. Zu Polster, gut gemacht. Ein Abwehrspieler noch vor ihm. Und da! Das dritte Tor Toni Polsters. Jetzt ist die Partie entschieden. Italien, wir kommen! Lässt Lindner stehen wie einen Schulbuben. Und mit dem linken Fuß Millimeter genau ans lange. Noch einmal bitte. Danke, Luki Schmidt-Leitner. Der lange Dirk Heine hatte den Ball noch an den Fingerspitzen der linken Hand. Noch einmal. Das fünfte Tor Toni Polsters in der WM-Qualifikation insgesamt schon. Heute sein drittes. Das größte Spiel eines Prügelknabens der Fußballnation. Tore insgesamt hat Polster bisher für Österreich erzielt. Erinnern wir uns, seine ersten als ganz junger Stürmer im Hanapi-Stadion gegen die Türkei. Achtung, Eckball für die DDR. Köstler und Körner Nummer 6 für die Ostdeutschen. Eckball durch Steinmann. Polster. Linzmeier und Ogris startet auch. Bekommt den Ball. Mein Gott, ist der schnell. Und ärgert sich, weil er sein Tor heute noch nicht geschossen hat. Aber Ogris leistet viel für die ganze Mannschaft, indem er ununterbrochen die Verteidiger beschäftigt. Blick auf die Uhr. 19 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Österreich führt mit 3:0. Der erste Sieg in der Länderspielgeschichte gegen die DDR zeichnet sich ab. Und ein Sieg ist auch notwendig, damit wir nach Italien kommen.
Stübner und Aigner. Wenn man diesen langen Libero sonst im Privatanzug sieht mit seiner Brille, er schaut aus wie ein Student, wie ein Hochschüler. Aber er ist kein Schüler heute und kein Student, er ist ein perfekter Libero in der Abwehr. Kegnewitz. So, Unterbrechung, wie steht's bitte in Simferopol? Noch immer 0:0, aber die Türkei ist gefährlicher, wie jetzt dieser Freistoß von Ritwan zeigt. Dasayev, der Teamkollege von Toni Polster, hat abgewehrt.